also gerade beim Thema GEMA ging es darum, dass die GEMA die Tarife erhöhen wollte für die Musik, was dazu geführt hätte, dass eben die Betreiber sehr viel mehr hätten bezahlen müssen. Das hätte sich auf die Eintrittspreise niedergeschlagen und auf die Getränkepreise. Und deshalb haben wir uns in Berlin, habe ich mich auch persönlich sehr stark dafür eingesetzt, dass diese Tarifreform erstmal ausgesetzt wird, bis man eine Lösung findet, die dann eben auch eine angemessene Steigerung der Tarife über die nächsten Jahre beinhaltet, was eben dazu führt, dass hier vor Ort die Bedingungen für die Clubs besser sind.